Die Shirley macht hier Hausaufgaben und ist anscheinend sehr gut dabei. Damit sind wir wieder an dem Punkt, wo wir letztens aufgehört haben. Und damit herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 mit der Familie Mars. Ich habe das immer noch nicht gefixt, fällt mir gerade auf. Ach ja, ja, ich würde kurz in den Kalender gucken, was heute ansteht. Auch heute ist Halloween. Ja gut, deswegen ist das hier auch. Das ist natürlich blöd und ich weiß leider nicht, was man zu Halloween macht. Ich glaube, man verkleidet sich, aber ich weiß gar nicht, wo ich die Kleiderkiste herbekomme. Von daher, ja, werden wir heute einfach außerwärts Halloween feiern. Und das wahrscheinlich nächstes Jahr dann vor allem mit den Mädels in der WG machen oder so. I don't know. Wobei ich weiß gar nicht, ob wir nächstes Jahr schon in der WG sind. Aber da werden wir erstmal hin. So. Also, heute ist Samstag, das heißt, wir haben heute nichts vor. Wie geht's denn unseren Fellas hier? Okay, Shelly geht's nicht so gut. Die soll Hausaufgaben hat sie gleich fertig. Dann soll die sich ein bisschen um sich kümmern. Und dann hatte ich, glaube ich, vor, heute ein bisschen was mit ihr zu machen, weil gestern haben wir ja wieder mit Nathan was gemacht. Der Nathan ist auch gut im Kurs, muss man dazu sagen. Der hat einfach die ganzen, ich wollte gerade sagen, die ganzen Bitches räumt er ab, aber das klingt irgendwie falsch. Die Bonnie wird angerufen, bestimmt von Frederik. Ich will wissen von wem. Hallo, Bonnie. Ich würde gerne wissen, von wem sie angerufen wird. Um 10 Uhr, Mensch, da schlafen die Leute doch noch. Was ist denn? Frederik. Ich finde es voll süß. Wir schicken sie jetzt auch hin. Aber wir gehen dann gleich wieder, weil heute ist Shirley dran. Ne? Also, okay. Jetzt kommt der Ladebildschirm, den schneide ich raus. Dann gucken wir kurz da rein. Und dann wechseln wir auf Shirley. Was ist das für eine schöne Musik gewesen? Der Bremswagen. Hier war ich noch nie, dachte, das ist irgend so eine Bar. Okay, die Videos haben Tante Seme gerade gebracht, das ist schön. Ah, der Husten, was ist da los? Ja, wir können über Halloween singen, wir können hier ein bisschen quatschen und dann gehen wir, wie gesagt, gleich los. Und meine Katze macht Randale da draußen. Die ist rollig, das ist, ja, aber danach kann man sie wenigstens kassieren. So, genug von den Katzen. Oh, ist das laut auf meinem Ohr? Was ist hier los? Ich gehe mal ein bisschen weg. Ich hoffe, es war jetzt nicht auch bei euch so laut. Wir können noch ein bisschen. Die Katze, ich sag's euch. Wir können hier noch so ein bisschen mit den beiden reden, aber dann gehe ich auch. Genau. Weil ich finde, dass auch mal Shirley wieder dran sein muss. Und die Bonnie hatten wir, glaube ich, vorletzte Folge schon oder so. Ich weiß es gar nicht. So, wir sind ja jetzt auch mittlerweile in Folge 17. Das heißt, tatsächlich komme ich langsam an den Punkt, wo ich sage, ich kann Preston altern lassen. Ich würde das im. Ja. Weiß nicht. Ich würde das machen, wenn er seine Fähigkeiten. Warum ist sie beschämt? Wegen Sozialkontakt? Was ist denn los? Okay, kannst du dich entschuldigen? Was war denn los? Ja, nee. Also ich würde, wenn er seine Fähigkeiten oben hat, kann ich sehen, wie er bereits ist. Das haben wir, glaube ich, schon mal. Kommunikation fehlt eins, Töpfchen fehlt noch eins, Fantasie zwei und Denken drei. Hilfe. Und ich glaube, wo sind wir eigentlich? Wir sind in dieser komischen Industriestätte. Das ist ja ein sexy Ort für ein Date, ne? Also das ist Frederik, ne? Das hast du nicht so. Das ist nicht so toll hier, um ehrlich zu sein. So, wir wechseln jetzt auf Shirley, habe ich gesagt. Die beiden können hier noch gerne Spaß haben, das stört mich nicht. Und sein Hunger ist weg und ihm geht es langsam besser. Also eigentlich würde ich es gerne so lassen, dass es so bleibt. Ne? Das finde ich gar nicht so schlecht hier gerade. Die Shirley kann sich kurz mal so lange wie hier bleiben, um sich kümmern. Ihn auch. Wie sieht es bei Joan aus? Eigentlich ganz gut. Bei Nathan. Die kümmern sich jetzt einfach alle mal um sich. Und wenn die Shirley hier auf. Ah, guck mal, Sozial und Spaß. Die sollen Spaß noch ein bisschen hochkriegen. Ich hoffe, das kriegen wir hin, wenn wir uns um sich kümmern. Klicken. Und dann würde ich sagen, wechseln wir direkt auf Shirley. Das heißt, wir bringen die hier hin und gehen dann mit ihr und ich würde sagen, mit Alice irgendwo hin. Ja, klar, gleich machen wir das. So, bei ihr, wie sieht's aus? Tratschen können wir nochmal. Wir können ihn kennenlernen. Ich finde es halt echt süß, wenn die bevor wir noch mit den Mädels irgendwo studieren gehen, noch vielleicht ein bisschen was machen, dass sie dann auch hier wohnen bleibt oder so, weil ich habe die Bonnie nicht so richtig ins Herz geschlossen bisher. Sie ist mehr so da und vor allem auch nicht richtig da, weil sie halt irgendwie nie das macht, was man ihr sagt. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass das Spiel ein bisschen rumbuggt. Aber es ist so schön, mit jemandem zusammen zu sein, mit dem man sich stundenlang unterhalten kann. Das ist so süß von dir, Frederik. Immer noch keine Gefühle, okay. Ja, aber. Oh, hier ist ein Promi anwesend.
Warum sollte man als Promi hier sein wollen? Ich verstehe es nicht so ganz, aber okay. Und da ist gleich jemand in Ohnmacht gefallen. Weil er Fan. Weil er so Fan ist, ist er direkt so, ups. Und sie ist so Promi, dass sie sogar gegen die durch die Tür Tische laufen darf. Das ist krass. So, nee, so, wie geht's, Shirley? Können wir los? Spaß. Ja, gut. Wir bringen sie mal her. Spaß sieht ganz schrecklich aus. Level 2 Charisma-Fähigkeit. Bonnie, du bist krass. Und wir... Was ist los? Shirley kann nicht reisen. Das, weil ein Gesellschaftsereignis stattfindet. Was findet denn hier statt? Okay, ich verstehe es ehrlich gesagt gerade nicht so ganz. Was für ein Gesellschaftsereignis? Warum? Wie? Wo? Wann? So kann ich... Ich kann ihr eine glückliche SMS schicken. Aber ich kann nicht mit ihr verreisen. Was ist denn... Warum? Ich, bin verwirrt. Dieser Sim kann jetzt nicht nach Hause gehen. Ist es ein Bug oder findet hier wirklich irgendwas statt, wo ich nicht weg kann? Kann ich... Ich finde das gerade ganz merkwürdig, um ehrlich zu sein. Ich bin schon wieder... Weißt du, du bist hier so ein paar Minuten im Spiel, 5 Minuten spielst du schon und dann bist du wieder komplett verwirrt. Vollends verwirrt, weil du einfach gar keinen Plan hast. Warum du hier schon wieder nicht weg darfst. Like, hallo? Dürfte ich bitte gehen? So, danach will ich es jetzt anders. Ich schalte jetzt die Kontrolle auf Eden, versuche dann Shirley nach Hause zu holen. Und von da aus weg. Keine Ahnung, was das Problem ist. Welches Ereignis? Ich will... ja, tschüss. So, da sind wir wieder. Ich glaube, mit Ereignis meinten die wahrscheinlich, Achso, nee, so bringe ich sie nach Hause, ne? Ja. Mit Ereignis meinten sie wahrscheinlich, oh, Eden macht Sport. Dieses Date, was sie hatten oder so, keine Ahnung. Kommt sie jetzt auch nach Hause? Shirley, please. Ja, da ist sie. Jetzt können wir bestimmt mit ihr reisen, oder? Yay. Und wir nehmen mit... Ich packe meine Reisekoffer und nehme mit die Shirley. Die Shirley und die Alice, genau. Und kennt sie jetzt den... Sie kennt den Tayo immer noch nicht, ne? Das wollten wir eigentlich mal... Das wollten wir eigentlich mal einfädeln. Wie wäre es, wenn wir das machen, indem sie den Tayo einlädt, das komplett vergisst, ganz aus Versehen. Und dann... Pass auf, meine geniale Idee, fängt Shirley ihn einfach so zufällig ab, so, hey, ich war gerade im Garten, so, hallo. Und die Zwerge schon wieder, diese Zwerge sind gruselig, lasst mich in Ruhe, danke. Nee, und dann fängt Shirley ihn halt so aus Versehen ab, so, hallo, ich bin's, die Shirley. Ich mag Herbst überhaupt nicht. Und, dann freuen die sich an, es gibt Kuss und direkt gibt's Sex und alles. Nein, natürlich nicht, aber... Ne, so ähnlich finde ich ganz süß. Ja, ich weiß nicht. Herbstjahreszeiten finde ich in Spielen immer irgendwie ganz blöd. Ich weiß, dass zum Beispiel bei Animal Crossing übel viele den Herbst lieben und ich bin so, nein, Sommer, Herbst ist doof, bitte, Herbst, geh weg. So, Tayo hätte ich ganz gerne mal gewusst, wo der kommt. Kann ich den hier irgendwie beobachten oder spawnt er dann einfach irgendwo? Ich weiß es nicht. Hat sie ihn überhaupt schon angerufen? Hat er überhaupt schon zugesagt? Muss der zusagen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich würde gerne, dass die sich so einladen und dann fängt sie ihn ab und keine Ahnung, so nach dem Motto so, ey, hi, wer bist du denn? Ich habe dich schon mal in der Schule gesehen. So, hi, ich bin der Tayo. Und so, hey, wollen wir vielleicht Kaffee trinken gehen? Ich weiß, es ist so gar nicht Shirley-like. Mal sehen, vielleicht machen wir es auch gar nicht so. Was beobachtest du denn jetzt, Eden? Kann ich den Tayo jetzt schon irgendwie abfangen? Also, Moment, das ging ja so... Das ist Keil, das ist falsch. Tayo. Kamera zentrieren. Da kommt er. Oh, er kommt sogar angejoggt mit seinem coolen Cap.
Also, hallo, hip. Wo sind wir denn hier? Achso, er kommt. Er muss aber auch weit fahren, ne? Also, dass die kein Auto fahren können, ist schon eine Schande, um ehrlich zu sein. Vor allem so als Teenager fährst du da ständig durch die Gegend, wenn du ein eigenes Auto hast. Na gut, ich weiß nicht, ob Tayo so ein eigenes Auto hätte. Ich meine, so reich sind die jetzt nicht, aber seine Mutter hätte es ihm bestimmt geleihen. Geleihen. Was ist mit meinem Deutsch mit geliehen? Also. Ja, los, fahren wir zu 124, wir sind gleich da. Eigentlich müssten die Masis natürlich Nummer 1 sein, fällt mir gerade auf, ne? Aber sie sind halt jetzt die 124. Ich wollte gerade sagen, bist du kokett von der Unterhaltung mit deiner Mutter? Das ist irgendwie strange so. Ja, okay. Dann sag mal dem Tayo Hallo. Ich weiß, es ist einfach überhaupt nicht Shirley-like, aber wenn sie gerade mal so ist, können wir die Stimmung auch einfach gleich nutzen, weißt du? Ich meine, das passt schon. Die Shirley, die hat manchmal so Momente, da kommt sie aus sich raus und dann, was ist denn mit den Schwänen dort? Die feiern dort Gangbang, was ist denn los? Also ich weiß, das ist ein Bug, ich habe es auch schon in Sims-Gruppen gesehen, dass da irgendwie anscheinend irgendwas passiert, dass sich die Schwäne so denken, yo. Wir spawnen einfach dreimal, aber, also in dem Fall sechsmal, aber es ist trotzdem kind of strange. So, Eden ist baden. Da können wir uns gleich mal, wo ist sie denn baden? Da unten bestimmt, ne? Das ist. Sie ist auch. Oh, wie süß sie spielt. Ich glaube, sie ist richtig fröhlich hier drin. Ja, die Eden, das ist halt so eine Saunamaus, ne? Dann. Was machst du denn hier? Du sollst dem Tayo Hallo sagen. Sag dem Tayo Hallo. Oder kommt er jetzt? Ich bin verwirrt. Und deswegen, meine Freunde, bleiben wir nie auf diesem Grundstück. Nee, ich kann ihn halt auch gar nicht anklicken. Ich kann mit Shirley gerade gar nichts anklicken. Und die Zeit steht, glaube ich, schon wieder. Naja, dann gucken wir uns. Jetzt geht's wieder. Mann, 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 Mann. So weit bist du da gar nicht von Tayo entfernt. Du kannst ja einfach mal hingehen und dich kokett vorstellen. Es ist doch nicht so viel zu verlangt, irgendeinem fremden Typen einfach mal so. Hi. Ich bin die Shirley. Das geht schon. Komm, mach mal hinne. Das funktioniert schon, aber es funktioniert auch nur, weil wir hier in Sims sind. Weil in echt wäre das vielleicht ein bisschen. Bisschen strange. So, Shirley. Jetzt. Sie setzt sich in Bewegung. Ich bin begeistert. Moment. Wir folgen ihr. Sie setzt sich doch nicht in Bewegung. Weil ist sie im Schlafanzug. Das ist vielleicht auch nicht so die beste. Also. Gut, ich glaube, es gibt manche Typen, die denken sich dann, ja, das geht schon, aber ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt nachmachen, in echt. Es sendet die falschen Signale. Entschuldigung, lauf. Weißt du, lerne den Tayo wenigstens nur kurz kennen, dass ich sagen kann, yo. Das ist wieder Sims, weißt du? Das ist wieder Sims auf meinem PC. Dieses blöde Haus, weißt du? Ich liebe es zu sehr, um es abzureißen oder wegzuziehen, aber das ist so. Ich habe den Keller gelöscht. Setz dich in Bewegung, verdammt. Ja. Hey, es hat funktioniert. Manchmal sollte ich vielleicht öfter schimpfen. Das ist schon. Manchmal klappt das. So, sie setzt sich in Bewegung. Ah, okay, gut. Wollte gerade sagen, was macht sie denn da? Warum geht sie denn den Umweg? Aber es ist, glaube ich, gar kein Umweg. Es ist einfach viel schneller, weil er sowieso vor dem Fahrstuhl steht. Also, schauen wir mal. Die Iden wird sich jetzt bestimmt auch fragen: Hä, habe ich nicht gerade Tayo eingeladen? Was ist denn hier los? Und Tayo so: Ich warte hier darauf, dass meine Traumfrau mich begrüßt, obwohl ich nicht weiß, dass sie existiert. Ja, eigentlich müsste ja die Shirley ja schon kennen. Die kennen sich ja aus der Schule, aber. Ah, okay, sie zieht sich wenigstens um. Die Shirley ist eine Anständige, die will halt keine falschen Signale senden. Er war gerade noch beim Soon? Turnierspiel oder so. Ich habe Oh, keine thank you, Ahnung, Mifflin. wie er sich I'm freut. checking away soon. So, wir haben uns vorgestellt. Er ist anscheinend nicht so begeistert. Ich glaube, wir haben halt wirklich die falschen Signale gesendet, wenn wir uns kokett vorspielen. Das ist, aber er ist auch verspielt. Guck dir das an. Ja, wir sind jetzt glücklich, okay. Jemanden anrufen. Sibyl? Roshi Thama! Dag, Dag! Bibin! Oh, Dag! Ihr müsst mich jetzt vom Bildschirm sehen, weil ich es irgendwie gerade süß finde, dass ein Romantikfestival stattfindet. Like. Ist es ein Zeichen von Sims oder was ist hier los? Sagt Sims mir gerade, hey? Tradition abgeschlossen, ich glaube.
War gar nicht so schlimm, was ist denn los? Ich glaube, sie ist fröhlich. War Halloween gar nicht so schlimm, wie ich dachte, okay. Oder irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Ich will es gar nicht wissen. Das ist mir alles hier manchmal zu hoch. So. Über Halloween beschweren, nach Hause schicken, machen wir jetzt nicht. Wir können, ich weiß nicht, wollen wir auf dieses Romantikfestival mit den beiden gehen? Ich meine, es ist irgendwie kind of strange, weil die kennen sich gerade erst seit kurzem, aber weißt du was, der Tario ist so ein Offener, der hat die jetzt einfach eingeladen. Das ist, da reden wir nicht drüber. Ups, nee. Aber wir reden da jetzt nicht drüber, wir machen das einfach. Moment, das ist falsch. Stopp. Wir müssen auch über den Kalender gehen, wenn das Ereignis ist, ne? Romantikfestival, so Blumenfest. Ach, keine Ahnung. Sakura-Tee trinken, das klingt alles ganz toll. Zu Romantikfestival. Vielleicht können wir mit Eden gehen und mit den beiden, wisst ihr? Wir machen das mal so. Pass auf. Die gehen jetzt beide, aber völlig unabhängig voneinander. So, oh, was für ein Zufall, dass ich dich hier treffe. Das ist natürlich jetzt blöd, weil die mögen sich ja eigentlich gar nicht, aber das ist schon okay, so, pass auf. Die Eden versucht es gut zu machen mit ihrem Freund Kyle. Das ging nämlich voll in die Hose hier. Und die Shirley hat sie gar nicht in ihrer Liste. Warum hat... Ach, da ist sie. Ich wollte gerade sagen, hä? Wo ist denn die Shirley? Da ist sie. Jetzt ist sie wieder weg. Da ist Shirley. Kyle, Tayo. Wir sind jetzt zu viert, glaube ich. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Das wäre wirklich formidabel. Solange können die hier noch quatschen. Oh, das geht sofort los. Gut, den Ladebildschirm schneide ich wie immer raus. Das ist heute ein bisschen so ein Zack-Zack-Hackback. Ist es eigentlich immer. Was machen wir uns vor? Und da sind wir schon. Das ist schön. Honey Pop. Okay. Kurze Pause, wir gucken kurz, was wir hier, wer ist das? Habe ich dich hier gestellt? Nein. Okay, wir gucken kurz, was wir mit den beiden machen. Also die geht ja meistens ein bisschen mehr ran und ich glaube, die kann, wo ist der Kyle? Kyle? Wo ist er hin? Wollt ihr nicht kommen? Das tut mir jetzt ein bisschen leid für die Eden. Warum ist er denn nicht gekommen? So, nee, kurz. Dann haben wir schon mal mit den beiden was. Das ist schon okay. Das auf jeden Fall nicht. Das ist, aber wobei, die Shirley ist ja ein bisschen socially awkward, ne? So ein bisschen so wie ich, so redet über unangebrachte Sachen zu unangebrachten Zeitpunkten. Also, ich glaube, das wäre ganz okay gewesen, aber wir machen das mal nicht. Wir wollen ja, dass es funktioniert. Nicht so wie bei Eden und Kyle, ne? Das ist doch nicht so toll. Und dementsprechend versuchen wir mal ganz gut zu sein mit Rumschmusen angeben. Mit wem hast du denn rumgeschmust, bitte? Also, so, deswegen quatschen wir hier einfach mal und lernen die Leute kennen. So. Und dann gucken wir mal, ob Edens Freund jetzt auch mal ankommt. Ich weiß nicht. Hi, bist du da? Kai Böttner, das ist ja toll, dass er jetzt kommt. Was für ein Idiot manchmal. Aber es sollte ja auch ein Idiot sein. Aber eigentlich dachte er, ich ist übrigens in Eden verschossen, weil das ist ja die Story so ein bisschen, dass er eigentlich will und sie macht das. Obwohl, will er sie wirklich? Ich weiß nicht, ob er sie auch nur wegen Status will. Das ist ja immer so ein bisschen. Bisschen so, du weißt nicht so genau. Aber wo ist er denn jetzt? Ich glaube, der Kai, der versetzt die Eden die ganze Zeit, kann es sein? Ich glaube, der versetzt ihn. Also, das ist ja schon echt nicht nett, ne? Das muss man ja zugeben. Tayos Mutter ist auch da. Ist immer so ein bisschen blöd, wenn du mit jemandem rumflirtest und deine Mutter ist gerade anwesend. Das ist, weiß ich nicht. Kai, wenn du jetzt nicht bald kommst, ich werde sauer. Vielleicht hängt er auch irgendwo fest, ich weiß es nicht. Die arme Eden. Sie grinst noch, aber ich glaube, sie ist schon bisschen zerstört, deswegen. Da kann man nichts sagen. So, die beiden haben wenigstens Spaß. Über Eltern beschweren und über Auswirkungen von Sakura-Tee tratschen. Und wir können auch gleich. Die Lichter sind angegangen. Blütenblätter werfen, das können wir gleich machen. Über gemeinsame Liebe. Ja, was ist bitte uneindeutiger als über die gemeinsame Liebesbeziehung zu witzeln? Das ist. Können wir machen.
hey, wie schön. Und ihn so, darf ich mit euch reden? Ich bin ein bisschen allein gerade. Die Arme. Kyle ist so ein Sack. Also mal ganz ehrlich, warum kommt der nicht? Hallo, bitte komm. Es ist dringend. Alter, so ein Idiot. Ich glaube, den schießen wir in Wind. Und geh bitte woanders hin. Ich möchte hier bitte die beiden toten Tauben beobachten. Kyle Burton wird gleich da sein. Ich glaube, das sagt er einfach nur, weil... Was für ein Lebensstil haben wir denn gewonnen? Glücklicher Single im Aufbau. Oh mein, Eden, es tut mir leid. Sims mit dem Lebensstil glücklicher Single genießen das Single-Leben und ihre Unabhängigkeit. Um diesen Lebensstil zu erhalten oder beizubehalten, solltest du feste romantische Beziehungen vermeiden und keine romantischen Medien konsultieren. Aber... dass Eden das vor Shirley bekommt, ist wirklich ein Rätsel. Das ist so, okay. So. So, wir können hier nochmal die Blütenblätter werfen. Ich glaube, das ist ganz witzig. Und, über Schwarmflüstern. Wer ist denn dein Schwarm? Flirten die? Wie süß! Ich finde das so süß. Ja, die flirten! Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so süß. Und Kyle ist aber noch nicht da, habe ich das Gefühl, oder? Was ein Arschloch, wirklich, vor allem, dass er einfach zusagt, weißt du, dann kommt der so, oh, ich komme gleich, passt schon. Und ist nicht da. Total, ich hoffe, du holst ein Souvenirgeschenk für Shirley, aber ich glaube nicht. Festival-Souvenir kaufen, wir können was für Tayo kaufen und dann können wir ja zusammen Essen bestellen. Oder eigentlich nicht Essen, ich hätte gern diesen Sakura-Tee. Wie lange geht denn dieses Festival? Das weiß auch wieder kein Mensch. Wo kriege ich denn Sakura-Tee her? Ah, hier, guck mal. Schneekugel Newcrest. Das ist eigentlich ganz süß. Die können wir ihm kaufen und dann schenken wir ihm die. Und dann sind alle froh. Hoffe ich. Der Kyle hat immer noch keine Lust, hier zu kommen. Ich glaube, das wird heute nichts mehr werden. Vielen Dank für den Einkauf. Okay, kann ich ihm jetzt ein Geschenk geben? Stopp. Wir können aber über diese Liebesbeziehung witzeln. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt, aber anscheinend funktioniert es ja. Und kann ich ihm jetzt ein Geschenk geben? Nö. Wie gebe ich dem ein Geschenk? Ist es bei Aktionen? Nein. Ist es bei freundlich? Enger Zusammenhalt-Tipps. Ach, da war's. Ich bin manchmal sehr verwirrt, was das bedeutet. Weißt du, ich habe ja jetzt auch, ich habe jetzt auch mehrfach einfach so blöd abgesagt, so nach dem Motto, dass ich gesagt habe, so, ja, denn der Elfen versucht mal, dass Scarlet sich verwandelt und dann ging es einfach los, dass er fast verwandelt worden wäre. Das ist natürlich immer ein bisschen ungünstig, ne? So, er isst was. Die Shirley hat auch Hunger, die kann sich auch gleich was zu essen holen. Aber erstmal muss sie ihm ein Geschenk geben, das ist wichtig. Und, ich glaube, sie kriegt es nicht ganz hin. Und Eden ist alleine. Ich wäre auch angespannt an deiner Stelle. Es tut mir leid, Eden. Es tut mir wirklich leid, dass du so einen Arschlochfreund hast. Aber das ist eben das Problem, wenn man sich das größte Arschloch in der Schule sucht. Aber guck mal. Ich glaube, die Beziehung ist noch mehr gesunken. Kann es sein, dass die Eden den nervt? Ich kenne mich mit Sims wirklich nicht aus. Aber ist das jetzt ein Bug und er kommt nicht, weil es buggt? Oder kommt er nicht, weil er keinen Bock hat und Eden eigentlich hasst? Weil das ist halt wirklich jetzt so die Frage, so, ist das Paul? Oh, der Paul ist mit der Jasmine hier, kann das sein? Das ist süß. Ist halt wahrscheinlich ein Liebesfest und deswegen will ja keiner nicht hier hin, weil, aber warum ist denn der Tayo dann mit? Hat er sich jetzt über unser Geschenk gefreut eigentlich? Ich weiß es nicht, aber die mögen sich schon sehr, also die Shirleys anscheinend, wenn die mit jemandem... Das ist eigentlich auch wieder so ein bisschen Story-passend, weißt du? Weil der Tori sollte ihr eigentlich mögen, weil sie so freundlich ist. Und guck mal, es läuft schon gut. Und Liebesbeziehungen bauen halt den, glaube ich, sehr langsam auf. Das ist besser eigentlich... Oh, ich dachte gerade schon. Oh, wie süß, wie das alle machen. Aber ich wollte gerade sagen, Tayos Mutter ist da. Wo ist denn Finnick? Aber der ist auch da. Das ist ja also anscheinend wirklich nur für Pärchen. Und deswegen will der Kyle nicht kommen. Kann das sein? Ist das ein Ding der Möglichkeit? Und Eden ist...
ganz alleine hier und steht da rum und... Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Morgen ist Sonntag, da können wir was mit dir und Kai machen. Ich verspreche es dir, wir kriegen diese Beziehung wieder hin. Und die banken hier erstmal alle. Okay, hol dir mal was zu essen. Nicht joggen, ich möchte was zu essen kaufen. Hallo? Essen bestellen? Nigiri, ich habe keine Ahnung. Und die Iden ist müde. Hat auch Hunger. Essen bestellen. Wenn man Hunger hat, ist bestellt man Essen. So, der Tayori unterhält sich mit jemand anderem. Willst du kein Essen bestellen? Jetzt. Ramen. Ja, ich weiß nicht. Das ist nicht so gut gelaufen. Ich dachte, der Tayo, der Kyle, ich glaube, ich habe die Namen gerade schon tausendmal verwechselt, ne? Der Kyle hatte nicht so viel, so viel Lust. Naja. Ja, okay, ich würde sagen, wie es hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge, weil wir sind schon hier ein bisschen Zeit und so. Und dann haben wir nächste Folge wenigstens was zu tun. Und ich habe jetzt tatsächlich Lust, weiter aufzunehmen. Das ist immer eine gute Sache, wenn ich gerade Lust habe. Ja, was die Iden dann zu essen bekommen, das sehen wir in der nächsten Folge von Die Sims 4 mit der Familie Mars. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut und ciao.